Und mitgenommen. So, wir haben jetzt einen Zauberstab. Achso. Der große ich wollte nicht. Sorry, ich wollte daneben gehen, damit ich den Zylinder sehe. Zauberstab. Der Zauberstab aus dem Reisekoffer des großen Zaroff. Ob man damit wirklich zaubern kann? Du hast gerade einen Zauberkoffer heraufbeschwört. Beschworen. Beschwört? Vergangenheit, was? Der Brief flog auch nur rum. Man kann nicht zaubern. Ach so, ich muss ihn nehmen und, hier. Zylinder und Zauberstab? Na gut, Jerry. Es ist soweit. Hierfür hast du seit Jahren geübt. Also, Abraka! Es ist Jahrzehnte her, seit ich eine Karottenflamme getrunken habe. Gestatten? Ich bin der Marquis. Der Marquis de Hotou. Oh, aber Sie sind ein... Orictulagus cuniculus sapiens, du sagst es. Oh, also ich heiße Jeremias H... Jeremias Haselnuss, der Junge mit dem Traum. Was? Sie kennen meinen Namen? Und ich weiß noch mehr. Deine Sommerferien enden übermorgen. Das stimmt. Leider. Mathematik, tropfende Füllfederhalter, harte Holzbänke, trockener Kreidestaub. Ihr Menschenkinder seid so tapfer. Doch du träumst von mir. Das Rauschen der Blätter im Wind. Es erinnert mich an zu Hause. Wo ist das? Mein Zuhause ist dort, wo man sich an mich erinnert. Ja, aber wo genau? Ich erinnere mich kaum. Der Nebel. Wie bitte? Jerry. Sag mir, was ist dein größter Traum? Okay, bevor ich irgendwas auswählen kann und irgendwas antworte, muss ich erstmal hier so mein Schwall an Emotionen loswerden hier. Okay, erstens, die Musik ist mega cool, die ist gerade umgesprungen. Zweitens, wie süß war dieses kleine Häschen, das wir erst aus dem Hut rausgeholt haben. Zweitens, wie cool ist bitte das Charakterdesign von diesem, vom Marquis? Marquis? Eigentlich schon Marquis. Man sagt ja nicht Marquis. Ich sag jetzt einfach mal Marquis. Ich stehe auf dieses Charakterdesign und das kommt uns ja bekannt vor vom Anfang. Zweitens, ich fahre gerade so auf den Marquis ab. Okay, ich habe hiermit schon festgelegt, dass das jetzt mein Lieblingscharakter in diesem Spiel ist. Ich komme gerade nicht klar. Ich komme nicht klar. Ich liebe den Marquis de Hotou. War das so? Habe ich mir das jetzt richtig gemerkt? Oh mein Gott. So. Jetzt habe ich mich ausgesprochen. Jetzt geht's mir gut. Ich feiere das gerade so. Oh mein Gott. So. Was antworten wir? In meiner Freizeit übe ich Zaubertricks. In der Schule bin ich mal Zauberer. Das Zauberer ist ja kein richtiger Beruf. Ja, auch die Schule ist etwas sehr Mutiges, wie er gesagt hat, aber ja. Ich nehme mal das. In meiner Freizeit übe ich Zaubertricks, aber... Ach, was soll's. Ich will Zauberer werden. Ich weiß, denn ich bin Zauberer. Geliebt, gefürchtet, gebraucht und äußerst brillant. Meine Daus! Willst du mein Lehrling werden? Ja! Ja, aber... Reise ja. Mit mir. Jenseits der Grenzen des Vorstellbaren.
dramatischer Wind. Studiere die fünf feurigen Mantren der Phönixbeschwörung und meistere alle Facetten der Magie. Und den dramatischen Föhn. Naja, vielleicht nicht alle. Einige sind nicht so... Das ist ja unglaublich fantastisch, aber... Aber? Meine Mutter sagt, ich muss zum Abendbrot wieder zu Hause sein. Jerry, deine Ausbildung wird Tage in Anspruch nehmen. Wochen. Okay, ich möchte noch etwas hinzufügen zu meinem gerade eben aufgekommenen Hype. Seine Gesichtsausdrücke oder überhaupt die Körpersprache vom Marquis. Ich feiere das. Ich feiere das so sehr. Und vorhin, wie er noch irgendwie von zu Hause gesprochen hat, er hat die Ohren so leicht hängen lassen. Ich war gerade so, oh mein Gott, ich möchte ihn knuddeln. Ich kann gerade nicht runterkommen. So, jetzt bin ich wieder wach. Ich soll wieder irgendwas antworten. Oh Gott, ich feiere das gerade so. Tage, Wochen. Ja, das ist irgendwie klar. Man kann ja nicht irgendwie nur auf ein paar Stunden Zauberer werden. Der dramatische Föhn, den müssen wir auch erlernen und die Geheimnisse verstehen. Ich nehme mal die Auswahlmöglichkeit. Eine lange Zeit. Natürlich. Eine Ausbildung in den magischen Fertigkeiten. Das Studium der Kunst der Künste. All dies braucht Zeit. Ja. All dies braucht Zeit. Kann ich verstehen. Ich mag die Auswahlmöglichkeit nicht mehr so. Ja, was heißt denn, das ist unmöglich? Dann verpasst du mal das Abendbrot. Du wolltest doch schon immer Zauberer werden, Jerry. Ist es wohl unmöglich, dass ich... Und die Zeit selbst wird dem Magier zum Studienobjekt. Wer die Zeit studiert, braucht Zeit. Oh, schade. Jerry, hör mir gut zu. Vergiss unmöglich. Für einen Zauberer ist nichts unmöglich. Oh yeah. An einem Sommerferientag ist alles möglich. Ich verspreche dir, dass du rechtzeitig zum Abendessen wieder zurück sein wirst. Bist du bereit, mir zu vertrauen, Jeremias Haselnuss? Ja. Du trägst eine Münze bei dir. Was? Woher wissen Sie das denn jetzt? Sie hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Woher hast du sie? Ich weiß nicht genau. Die hatte ich irgendwie schon immer. Irgendetwas fehlt hier. Eine Erinnerung? Keine Sorge, Jerry. Alles, was verloren geht, wird wieder auftauchen. Damit habe ich immer meine Zaubertricks geübt. Sieh durch das Loch in deiner Münze hindurch. Magische Kraft erlaubt dir nun einen neuen Blick auf die Welt. Was du siehst, ist magischer Schimmer. Die Münze zeigt dir fortan, was dir während deiner Ausbildung hilfreich sein könnte. Um durch die magische Münze zu blicken und Dinge zu sehen, die dem bloßen Auge entgehen, öffne das Inventar und klicke auf die Münze oder verwende jederzeit die Leertaste oder die mittlere Maustaste. Meine Damen und Herren, das war's, was ich mich vorhin ja schon die ganze Zeit gewundert habe und nun ist es da, die Leertastenfunktion, damit wir nichts übersehen. Cool. Also ich meine, ich will es nicht die ganze Zeit benutzen. Aber immer nur so, falls ich mal nicht weiterkomme oder vorsichtshalber, damit ich nichts übersehe. Sehr cool. Ich habe jetzt schon Theorien, was diese Münze angeht und diese Erinnerungen. Ich meine, wenn man mal überlegt, wo ist denn Jerrys Vater? Und ja, irgendwo muss ja die Münze auch herkommen. Ist jetzt nur reine Spekulation. Wir sind irgendwo am Anfang. Wer weiß, was sich jetzt noch alles in dieser Story ergibt. Auf jeden Fall, ich bin schon unglaublich hyped. Die Musik ist auch so wunderbar passend. Wir wollen ein Abenteuer. Ich finde das cool. So. Magischer Schimmer. Magischer Schimmer. Auf einmal ist sie ganz prickelig auf der Haut. Gib Acht auf deine Münze. Ein Zauber wird dich davor beschützen, vergessen zu werden, wenn wir diese Welt verlassen. Wir verlassen diese Welt? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Du willst doch rechtzeitig zum Abendessen zurück sein. Den hier wirst du brauchen. Oh. Jerry, erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe?
Nichts ist unmöglich? Und bald schon wird es nicht mehr nach einer Frage klingen. Warten Sie! Kennst du diesen Ort, Jerry? Na klar, das ist der alte Pfadbaum. Sicher hast du gespürt, dass das hier ein besonderer Ort ist. Besonders? Magisch. An Orten wie diesen kann man sich leicht verlaufen. Hey, ich bin doch kein Kind mehr. Auch Erwachsene können im Wald verloren gehen. Spürst du etwas? Ich höre ein Grollen. Benutze deine Münze, Jerry. Ich soll die Münze benutzen. Wir drücken die Leertaste. Wow! Oh Mann! Eine Kröte! Die ist gigantisch! Die Magie dieses Ortes ließ sie hier überdauern, wachsen, vergessen von der Zeit. Doch wie jede andere Kraft kann auch Magie missbraucht werden. So wie die Kraft dieses Portalbaumes. Dann greifen wir ein. Wir? Die Zauberer, die Baumläufer. Oha, also es war doch irgendwie ein Frosch, also Kröte in dem Fall. Das ist alles so spannend hier. Kann ich eigentlich gerade mein Inventar öffnen? Nein, kann ich nicht. Ich habe mir gerade nur überlegt, ich könnte speichern, aber wir spielen einfach mal weiter. Ich werde dann schon noch speichern können. Baumläufer? Ich dachte, ich bin ein Zauberlehrling. Baumläufer? Ich dachte, ich bin ein Zauberlehrling. Wir nutzen magische Portalbäume, um zwischen verschiedenen Welten hin und her zu reisen. Verschiedene Welten? Orte, Zeiten und Möglichkeiten bilden eine nahezu unendliche Zahl von Welten. Du wirst von mir in der Tradition der Baumläufer ausgebildet und dir dieses alte Wissen um das Weltenwandern aneignen. Oh, das klingt kompliziert. Es ist ganz leicht. Fast wie Fahrradfahren. Wirklich? Nein. Im schlimmsten Fall ist es, als ob du zwischen zwei Widersprüchen zerrieben wirst. Oh, das verstehe ich nicht. Niemand von uns tut das. Du lernst es schnell. Portalbaum? Was bedeutet das? Portalbäume sind Bäume, deren Wurzeln unendlich tief in das Geflecht der Realitäten reichen. So tief also, dass sie an mehr als nur einem Ort existieren und magische Verbindungen schaffen. Einige nutzen diese Verbindungen, um zwischen den Welten hin und her zu wechseln. So auch wir Baumläufer. Aber wie benutzt man einen Portalbaum? Hier beginnt die Magie. Wow! Geh durch das Portal, Jerry. Von nun an werden die Magie und das Weltenwandern fester Bestandteil deines Lebens sein. So bunt, so glitzerig. Ist das auch nicht gefährlich? Ich meine... Jemand tritt auf die Lichter. Vier Nägel. Ich bin nur ein Blatt. Im Auge des Orkans. Die Ohren. Wir müssen uns beeilen. Wir werden auf dem Wind reiten. Dramatischer Föhn. Wie wir es immer getan haben. Das hier sieht immer noch aus wie im Wald bei uns zu Hause. Aber irgendwie... Und hopp!
Schnipp. Aber das ist ja eine mit Rucksack. Je weiter wir uns vom Portal entfernen, desto deutlicher wird sich zeigen, dass wir die Welt, die du kennst, lange hinter uns gelassen haben. Nur die natürlichen Parallelen hier am Portalbaum lassen eine Verbindung vermuten. So wie diese Mauer. Mir nach, Jeremias Haselnuss. Oh. Oh, 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 da passieren lauter wundervolle Dinge. Ich bin entzückt. Wir sind kleiner geworden, kann das sein? Ja, wir sind kleiner geworden. Ich habe dir Magie versprochen. Eine andere Welt. Das Eichhörnchen. Vor dir, Jerry, liegt Mauswald. Wow! Hier wirst du deine Ausbildung absolvieren. Schule? Und sind die Lehrer da nett? Diese Welt ist magischer als deine. Ihre Bäume wurzeln tief und schaffen Verbindungen, wie die, über die wir hierher gereist sind. Diese Welt wird deine Schule sein. Ihre Bewohner werden dich vieles lehren. Noch mag dir dieser Ort ungewöhnlich erscheinen. Doch schon bald wird er ein wichtiger Teil deines Lebens sein. Und dann, wenn deine Ausbildung abgeschlossen ist, wirst du die Welt mit den Augen eines Baumwurfs sehen. Mir nach, junger Haselnuss. Oh, warte! Abenteuer. La 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 la. Oh, Abenteuer vorbei. Wie süß. Ich weiß, dass du hier neu bist, aber es wird auch nur eine Sekunde dauern. Warte einfach hier. Ich bin gleich zurück. Ich werde dich beim Stadtrat ankündigen. In Ordnung. Schön interessant, so klein zu sein. Wer hätte gedacht, dass Mäuse Städte haben? Ja, wuhu! Wir haben eine Errungenschaft freigeschalten. Alice im Wunderland. Oh, ja, doch, wir sind ja jetzt kleiner geworden, ne? Schöne Errungenschaft. Es ist so süß hier, es ist so lieblich und das gefällt mir gerade total. Also ich bin gerade überwältigt. Es war jetzt gerade sehr, 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 sehr viel auf einmal, was wir bekommen haben. Ich kann ja fast schon nicht mehr reden und wir können hier mit diesen Mäusen hier reden. Aber das war jetzt so viel und es ist jetzt doch sehr spät geworden. Und eigentlich würde ich so gern weiterspielen eigentlich. Eigentlich. Aber ich glaube, ich speichere erstmal hier. Speichern. Dann gehe ich zurück. Jetzt habe ich schon mal meinen Spielstand. Oh, ich wollte nicht ins Menü, ich wollte weiterspielen. Entschuldigung. So, Let Fasolle mit Bekanntmachungen. Goldenes Horn mit Frosch. Junges Eichhörnchen. Kaffee. Das alles gucke ich mir in meiner nächsten Aufnahme an. Ich mache hiermit eine Aufnahmepause. Es ist jetzt doch, wie gesagt, etwas später bei mir. Und ich freue mich aber total. Ich bin gerade mega motiviert zu spielen. Ich werde gleich am nächsten Morgen, wenn ich wach und frisch bin. Ja, ob ich frisch bin, ist die andere Frage. Wach, ja, okay. Ja, auf jeden Fall, ich werde mich dann wieder hier ransetzen und weiter aufnehmen. Ich habe nämlich auch ein bisschen Angst, dass mir meine Platte voll läuft. Deswegen sollte ich vielleicht auch mal Pause machen. Auf jeden Fall, mega motiviert. Ich finde es super. Wir haben schon mal ein gutes Stück hinter uns. So, die Einführung.
Und ich bin gespannt, was uns hier noch erwartet in der Welt der Mäuse. Bis dahin, ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Ich freue mich auch, wenn ich weiterspielen darf. Einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, was auch immer. Bis zum nächsten Mal.